Und es ist mal wieder leichter Lebenszeit. Herzlich willkommen am Anfang der Woche, aber durch die bringen wir Sie natürlich wieder mit unserer Leichtigkeit. Schön, dass Sie dabei sind. Und ich freue mich natürlich heute auch wieder tolle Gäste begrüßen zu dürfen. Der freischaffende Künstler, Grafiker, Designer und Dozent der Medienschule Babelsberg ist heute zu uns gekommen, Thomas Bühler. Und dass er auf eine sehr lustige Art und Weise den Weg zu uns gefunden hat, darüber werden wir uns gleich noch unterhalten. Wir wollen Sie aber auch schön und fit durch den Sommer gehen lassen. Und deswegen ist unsere Jane Fonda von Astro TV wieder heute bei uns. Kerstin Pieper, die hat nämlich ein paar Schönheits- und Beauty-Tipps für Sie, aber natürlich auch ein paar Fitnessübungen. Und Franka Zuschke ist bei uns. Ein neues Gesicht bei Astro TV. Er wird uns ein bisschen was über seine Arbeit erzählen. Und wir wollen heute Franka Zuschke ein bisschen privater kennenlernen. Und deswegen, mein lieber Frank, werden wir heute ein klein wenig nachfragen bei dir. Also eine schöne Stunde, die Sie erwartet. Aber jetzt begrüße ich erstmal Thomas Bühler. Er ist Künstler, hat einige seiner wirklich tollen Werke schon mitgebracht, aber im Grunde genommen fragen sich immer ganz viele unserer Zuschauer, wie kommt ihr eigentlich an die Gäste und warum sind die eigentlich bei euch im Leichterlebenstudio? Und die Geschichte, wie wir den Thomas gefunden haben, die ist eigentlich ganz schön, Thomas. Wie kam es, dass Sie heute hier sitzen? Ja, also ich arbeite eigentlich an meinen Zeichnungen immer und überall, dadurch, dass ich sehr vielseitig unterwegs bin beruflich, mit der Dozentenarbeit in Babelsberg und der freischaffenden Arbeit muss ich mir manchmal die Zeiträume dazwischen nehmen, meine Nischen suchen, wo ich eben meine Entwürfe zeichnen kann. Und eine dieser Nischen ist das Fahren mit der S-Bahn bzw. mit dem Regionalzug, je nachdem, wie meine Arbeitszeit liegt, nach Babelsberg. Und da habe ich dann immer mein Skizzenbuch, mein mobiles Atelier dabei. In diesem Buch zeichne ich zu allen Dingen, die mich beschäftigen künstlerisch, Entwürfe für meine Glasgestaltung oder auch für meine Bilder. Illustrationen mache ich da drin, also Entwürfe eben für die Illustrationen. Und nicht selten ist es so, dass Leute mir dabei zugucken. Und so war es auch an diesem Tag wieder. Und mir saß eben eine Dame gegenüber, die mir eine ganze Weile zugeguckt hat, ohne dass ich das überhaupt bemerkt habe. Und als ich dann aufschaute, lächelte sie mich an und sprach mich eben an, dass ihr das gefiel, was ich da mache. Und wir hatten durch einen Schienenersatzverkehr dann damit zu tun, gemeinsam umzusteigen an der richtigen Stelle und kamen ins Gespräch. Und sie hat mir dann halt gesagt, dass sie eben im Fernsehbereich arbeitet und eben Maskenbildnerin ist, die Frau Specht, wenn ich den Namen hier so sagen darf. Aber sehr gerne. Ne? Und dann habe ich ihr mein ganzes Buch gezeigt. Sie hat sich das angesehen und fand das eben interessant und sprach mich an, ob ich denn interessiert wäre, das vielleicht mal vorzustellen. Lustig. Also Sandra ist natürlich auch künstlerisch immer sehr begabt bei uns in unseren Gesichtern, aber die hat natürlich auch das richtige Händchen. Das heißt, die arbeitet auch sehr viel mit der Malerei. Da wird man natürlich aufmerksam. Aber Sie haben es ja gerade auch gesagt, das ist nicht die Einzige, die Ihnen natürlich beim Arbeiten zuguckt. Kann man sich denn auch wirklich konzentrieren? Also ich fahre auch ab und zu mal öffentlich und dann denke ich mir immer, es ist manchmal schon auch ein bisschen anstrengend. Also wie viel Kreativität braucht man dann im Kopf, um sich auch in der S-Bahn auf Bilder konzentrieren zu können? Ach, das ist, glaube ich, man sagt mir immer, dass ich da authentisch sei. Ich mache das nicht für die anderen, ich mache das für mich. Ich tauche da ab und bin in meiner eigenen Welt und nutze die Gelegenheit dann da einfach immer, um ganz in dem drin zu sein, was mich beschäftigt. Und ich frage mich auch gar nicht groß, ob das andere irritiert. Und da ich so viele gute Erfahrungen gemacht habe, die Leute, die mich ansprechen, sind eher neugierig und sehr, sehr wohlwollend. Am Anfang denken sie mal, ich zeichne irgendwelche Leute ab, die vielleicht gerade da sitzen. Aber genau, das hätte ich nämlich auch gedacht, weil das sind natürlich alles Bilder, wo man dann sagt, naja, die sehen sie nicht auf der Fahrt. Das heißt, es sind keine Denkmäler aus Berlin oder sonst irgendwas, sondern wirklich alles Geschichten, die in ihrem Kopf dann stattfinden. Also sie malen nichts ab, sondern haben die inneren Bilder dann vor Augen. Ganz genau, die inneren Bilder sind das. Im Laufe der Zeit habe ich so eine ganze Bilderwelt, die entstanden ist. Und Bilder kommen von Bildern her, hat Horst Janssen mal so schön gesagt. Und und ich schöpfe eigentlich aus jedem Bild schon wieder die nächste Idee. Und ich bin durchaus inspiriert von Gesprächen, die ich belausche. Und so zwischendurch von Leuten, die unterhalten sich über tagespolitische Dinge oder über ihre persönlichen Dinge. In meiner Gegenwart oft sehr unbefangen, weil sie immer denken, ich bin ganz woanders. Und da höre ich dann manchmal Sachen,
Also man kann schon sagen, die Bilderfindung im Alltag, die schon auch eine wesentlich große Rolle dann eigentlich spielt. Und da Sie ja auch als Dozent an der Medienschule in Babelsberg unterrichten, glaube ich, ist das wahrscheinlich auch so ein kleiner Hinweis, den Sie Ihren Schülern öfters mal mit auf den Weg geben. Das heißt, geht aufmerksam mal durchs Leben. Loriot als Komiker, als Humorist hat das ja früher auch immer gesagt, die besten Geschichten findet er im Alltag. Den ich auch sehr schätze, ganz genau. Ich habe natürlich auch durchaus meine Porträts gezeichnet, habe ganze Regale voller Skizzenbücher und gerade in der Studentenzeit noch habe ich viel Porträts im Zug gezeichnet und so, da musste ich auch immer schon fahren. Das mache ich gelegentlich noch, aber mittlerweile drängen sich meine eigenen Bildvisionen so vor, dass ich mich dem extrem widme und denen widme. Die ja teilweise doch sehr, sehr unterschiedlich sind. Also ich weiß nicht, ob wir von der Regie jetzt auch noch so ein paar Bilder mal kurz einblenden können, denn die sehen schon sehr unterschiedlich aus. Manchmal hat man das Gefühl, es ist so ein bisschen die Dali-Kunst. Also es ist so ein bisschen angelehnt an eine Zeit, wo man sich vielleicht auch inspirieren lässt. Aber jedes Kunstwerk hat irgendwie einen anderen Stil. Also wie würden Sie Ihre Arbeiten denn selber beschreiben? Also meine Arbeiten verbinden sich eigentlich nicht so sehr über eine bestimmte Technik, ein bestimmtes Format oder so. Es sind schon Motive, die irgendwo, also die verbinden sich über die Motive. Und ob ich nun mit Bleistift arbeite oder mit Öl arbeite, es sind immer meine Figuren. Und eigentlich wird mir von vielen Leuten auch immer attestiert, dass man meine Motive und auch meine Figuren mittlerweile erkennt. Man darf aber nicht verwechseln, dass ich zwischendurch auch Auftragskunst mache. Da gehe ich sehr handwerklich ran. Dann ganz klassisch, das geht von Dekorationsmalerei klassischer bis jetzt zu bestimmten Designgeschichten, von denen ich hier ja auch ein paar mitgebracht habe. Hier unten zum Beispiel, das sind Glasgestaltungen, die ich für den Architekturbereich mache. Aber die Bildwelten spielen immer so zwischen einen gewissen Realismus und Surrealismus bis hin zu so einem grotesken Realismus. Also da, wo ich auch ein bisschen spöttisch werde oder so. Also hier zum Beispiel, das sind irgendwelche solche Kunstwerke, wo ich sage, das erinnert mich natürlich schon ein bisschen an die Trolle oder an Herr der Ringe, also an so ein bisschen was Düsteres, an Situationen, die vielleicht auch im Leben manchmal düsterer sind. Also ist es so, dass man als Künstler schon auch so seine eigene Emotionalität dann mit in die Bilder einarbeitet? Ja, vor allen Dingen bei den Zeichnungen ist das so. Diese Art der Zeichnungen, bei denen ich bis zum Rand zuarbeite, die nenne ich auch Bleistiftmalereien. Das sind ja nicht so sehr Zeichnungen, sondern sind richtig durchgestaltet bis zum Rand, sind anders als diese freigestellten Figuren. Aber gerade weil das Zeichnen auch ein bisschen schneller geht als das Malen, spiele ich mehr Variationen durch. Also ich habe bei der Zeichnung relativ spontan die Möglichkeit, den Ausdruck zu verstärken, den Dingen nachzugehen und treibt das manchmal sehr weit, wo ich in der Malerei, die etwas langsamer geht, mich vielleicht auf etwas klassischere Proportionierungen zum Beispiel auch verlasse. Aber manchmal, wenn ich lange genug vorarbeite, rutschen diese Formen der Figurationen, diese verfremdeten großen Köpfe und so, auch in die Malerei rein. Das sind meistens Zyklen, in denen ich arbeite. Wenn ich dann in so bestimmten Reihen bin, setze ich so ein Gestaltungsprinzip über mehrere Arbeiten fort. Und so springe ich zwischen mehreren Werkgruppen hin und her. Mhm. Das sind so vier Hauptgruppen in der freien Kunst, die ich da verfolge. Die Sie probieren natürlich auch zu lehren und jungen Menschen natürlich auch die Kunst näher zu bringen. Vielleicht irgendwann mal die andere Idee, weil ich meine, Skizzen kann man gut in der S-Bahn oder im Regionalzug machen. Irgendwann sich eine Tageskarte kaufen und dann die Ölbilder vielleicht auch noch in der S-Bahn machen. Dann wird man mit Sicherheit auch noch mal ein Stückchen mehr aufmerksam auf Sie werden. Wie Sie so den Umgang mit Ihren Schülern so tagtäglich dann haben und ob man Kunst überhaupt lehren kann, darüber werden wir uns natürlich auch gleich noch unterhalten. Jetzt machen wir erstmal eine kurze Pause. Danach geht's weiter mit Frank Kaczuszke, den wir hier bei Astro TV als neues Gesicht begrüßen dürfen. Hörst du den Ruf deiner Seele? Nach deinem ganzen Glück und deiner ganzen Lebenskraft? Ich nehme deine Hand und begleite dich auf deinem Weg in dein ganzes Seelenpotenzial und die Berufung deines Herzens. Bist du schon auf der spirituellen Reise zu dir? Ich nehme dich mit, denn deine Zeit ist jetzt. Ich bin auf die Erde gekommen, um Menschen an ihre Gaben zu erinnern, sie zu stärken und zu unterstützen.
Wir alle sind energetisch miteinander verbunden. Der hellsichtige Mensch ist offen und durchlässig für die Energien anderer. So kann er über das Energiefeld den Menschen erfassen, aber auch in sein Schicksal schauen. Frank Kacuschke, neues Gesicht bei Astro TV. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, mein Lieber. Und jedes Mal, wenn ich an den Namen Frank Kacuschke denke, dann kommt für mich natürlich der Begriff Seelenpartnerschaft, ja. Dualseelen in mein Vorderstübchen. Aber du machst natürlich noch sehr, sehr viel mehr. Das heißt, du probierst den Menschen schon auch dein Wissen mit auf den Weg zu geben. Das auf jeden Fall, weil ich eben den natürlichen Zugang zur Akasha-Chronik habe, zur Datenbank im Universum, wo jeder praktisch seinen Seelenplan abgelegt hat. Das kann ich glücklicherweise auslesen und kann darauf eben Ratschläge geben. Ich sag's immer, vielleicht um es ein bisschen klarer zu veranschaulichen, es ist so die iCloud von euch Spirituellen, genau. Und ab und zu hat einer eben Zugriff darauf. Ja. Jetzt leben wir gerade in einer Welt und wir haben uns vor der Sendung mit Kerstin auch so ein bisschen darüber unterhalten, dass man gesagt hat, naja, viele Menschen, die haben natürlich im Moment so eine Hoffnungslosigkeit. Mhm. Das heißt, wir werden jeden Tag... ich sag mal, zu gemüllt. Natürlich müssen wir es auch wissen, aber mit Schreckensnachrichten. Irgendwo hat man natürlich auch Angst vor der Zukunft. Kriegt man das in den Beratungen mittlerweile auch mit? Ja, das kriegt man mittlerweile mit. Aber wir sind in einer Struktur, in einer Umstrukturierung. Wir haben eine Ereignisdichte, eine hohe Ereignisdichte. Und das verändert sich jetzt wieder. Es geht in einen positiven Bereich. Das ist jetzt so die Spitze des Eisbergs. Das ist jetzt der Ausläufer. Das ist das Letzte im Prinzip. Das letzte Aufgebot, was stattfindet. Und dann geht es in einen Aufstieg. Wir kommen in die fünfte Dimension, wo das Gesetz von Ursache und Wirkung direkter wirkt. Heute ist es ja so, wir setzen eine Ursache, 4 Wochen später kommt eine Wirkung, wir können keinen direkten Zusammenhang mehr feststellen. Es kommt aber, dass wir die Ursache setzen und 3 Tage später haben wir die Wirkung, so dass wir viel bewusster mit den Dingen umgehen. Und es findet ein Erwachen statt. Die Menschen erwachen, dieser Planet erwacht, wir steigen auf. Es ist ganz lustig, wir haben ja sehr viele aufmerksame Zuschauer und neulich hat mich ein Ehepaar aus Österreich angeschrieben, René und Silvia, erstmal herzliche Grüße an unsere fleißigen und treuen Zuschauer, weil ich die Frage gestellt habe, in welches Jahr gehen wir eigentlich nach diesem Marsjahr, was so anstrengend für uns ist und man noch gar nicht darüber redet, aber es wird wohl das Venusjahr werden und das passt im Grunde genommen exakt zu dem, was du jetzt gerade sagst. Ja. Also Venus hat ja für uns schon was Liebevolles, was Schönes, also können wir uns darauf freuen. Etwas Weibliches, etwas Weiches, etwas Versorgendes. Wir werden wieder versorgt, nicht nur von unserem Planeten, sondern auch aus dem Universum. Ja, das ist ganz wichtig und da machen wir einen Transformationsprozess durch und dazu gehören auch das, was jetzt an schrecklichen Dingen passiert, ist notwendig. Wir leben in einer Dualität und wo ganz viel Licht ist, muss auch Schatten sein. Wenn der Schatten aber größer wird, dann wird auch das Licht größer. Aber es war noch nie der Fall in der Geschichte, dass Schatten, Licht, wir können mit Dunkelheit Licht nicht einfangen. Ja? Aber da, wo Licht ist, ist keine Dunkelheit mehr. Mhm. Ja? Und da kommen wir hin. Wir kommen dahin, wir steigen auf und es wird heller und wir werden unterstützt. Das ist ganz wichtig. Wahrscheinlich egal wie. Wichtig ist natürlich, dass wir diesen Lichtblick bekommen und dass wir einfach auch wirklich an diese Positivität wieder denken und glauben daran. Ne? Ja. Also das weckt natürlich auch Lebensgeister. Es ist ja nicht positiv oder negativ. Wir bewerten es ja nur so. Es ist von unserer Bewertung, von unserem Empfinden her sehr schlimm. Aber wenn wir da rausgehen, ist es notwendig, damit wir unter Druck kommen, damit wir aufwachen. Ja? Der Schmerz an sich ist ja auch Heilung. Wir werden ja auch nur über den Schmerz heilen. Und so bekommen wir jetzt von außen ganz viel Schmerz, um in die Heilung zu gehen. Das ist wie auf der körperlichen Ebene. Wenn ich mir den Finger breche, habe ich in einer sehr kurzen Zeit einen hohen Schmerz. Wenn der Finger heilt, über 6 Wochen einen niedrigen Schmerz. Beides tut weh. Mhm. Aber es ist notwendig, weil ich muss die Summen ausgleichen. Langer Zeitraum, niedriger Schmerz, kurzer Zeitraum, hoher Schmerz. Die laufen gegeneinander und heben sich auf. Und dann bin ich bei Null. Und dann machen wir einen Sprung, einen Entwicklungssprung. Und dieser Sprung wird schnell sein. Wir können nicht langsam vom Hochhaus springen. Das geht nicht. Also es wird ein schneller Wandlungsprozess stattfinden, über Nacht. Kerstin, jetzt muss ich dich natürlich fragen, beruhigt dich das? Weil es war für dich schon auch so eine Frage vor der Sendung, dass man gesagt hat, gerade nach diesem Wochenende, da sind wir wieder zu mit solchen Schreckensnachrichten. Mhm. Und man macht sich Gedanken. Ja, es liegt immer alles, ich will nicht sagen im Auge des Betrachters, aber ich bin ja hierher gekommen mit einer richtigen Traurigkeit auch in mir.
und habe gehofft, einen Ansprechpartner zu finden, der mir vielleicht noch mal eine andere Sichtweise dazu sagen kann, wie das eben ist. Ist es ein Zufall oder nicht? Ich weiß es nicht, wahrscheinlich nicht. Und ich finde, es beruhigt mich schon ungemein, das zu hören. Ja? Und das ist für mich eigentlich auch nachvollziehbar, weil ich meine, beschäftige mich auch mit diesen Dingen. Aber jetzt so geballt, wie es am Wochenende oder in der letzten 7 Tage war, da bin ich schon ins Grübeln gekommen. Aber dann ist es im Grunde genommen ja auch schön, wenn man von den Kollegen auch mal wieder ein bisschen Licht zieht, weil darum geht es ja auch bei den Beratungen ganz oft. Das heißt, Menschen, die natürlich vielleicht gar nicht mehr so nach vorne blicken wollen, weil sie so viel Leid in sich tragen, denen einfach mal wieder zu sagen, doch, im Grunde genommen, es gibt diesen Satz, schlimmer geht immer. Also muss man sich mit der Situation einfach erstmal auch zufrieden geben. Natürlich. Wir müssen uns akzeptieren, dass es im Moment so ist. Wir brauchen die Dualität. Wir leben ja in der Dualität und es macht Sinn. So, abgesehen davon, dass es schrecklich ist, aber es muss sein. Die Kräfte, wir leben in der Dualität und erst wenn wir da rauskommen, das ist der nächste Schritt, wir kommen da raus und dann wird es anders werden. Mhm. Aber jetzt brauchen wir das noch, um aufzuwachen. Ja? Man wird mit Sicherheit auch durch die ganzen neuen Medien immer mehr und immer weiter informiert. Auch da gab es ja diese Vor- und Nachteile, was mit München gewesen ist, dass man gesagt hat, also war das der richtige Weg, dass plötzlich über die sozialen Netzwerke so viel veröffentlicht worden ist. Weil es ist in einigen anderen Stadtteilen dann Panik natürlich auch ausgebrochen. Aber auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch informiert werden. Ja, oder? Es geht einfach darum, die Information zu sehen, zu sagen, okay, ich akzeptiere das so, wie es ist. Weil nur wenn ich es akzeptiere und sage, es ist so, habe ich die Möglichkeit, etwas zu verändern. Wenn ich es verschiebe und verdränge, dann kann ich nichts verändern. Mhm. Und es kommt auf unser Bewusstsein an. Das ist wichtig. Es kommt jetzt auf unser Bewusstsein an. Materie ist das Ergebnis von Information, Energie und Licht. Von einem Feld, von einem Bewusstseinsfeld. Bewusstsein schafft Materie, nicht umgekehrt. Mhm. Das ist die Veränderung, das ist unser Paradigmawechsel, der auch von der Wissenschaft bestätigt wird. Felder erzeugen Materie. So, und wir sind in der Lage, mit unserem menschlichen Gehirn ein Bewusstseinsfeld zu schaffen. Und das ist wichtig. Jeder Mensch ist eine Zelle dieses Planeten. Und wenn jeder Mensch das tut, was unser Körper tut, unser Körper besteht aus Zellen. Wenn jede Zelle gesund ist, ist der Mensch gesund. Wenn wir gesund sind, wenn wir in einem gesunden Bewusstsein sind, ist unser Planet gesund. Das bedeutet aber für uns natürlich auch, ja, wir haben Mitgefühl und wir denken an die ganzen Situationen und natürlich auch vor allem an die Familien, die gerade durch ein ganz, ganz schweres Leid durchgehen. Ja. Nichtsdestotrotz, und auch wenn es hart klingt, dürfen wir unser Leben und unser Lachen auch nicht vergessen, oder? Also um ganz einfach wichtig. Auch diese gesunden Zellen zu erhalten. Ganz wichtig, um dieses Bewusstsein zu haben. Dieses, im Prinzip ja diese Heilung, dieses Bewusstsein ist ja, hat ja mit Heilung auch zu tun. Ja, und dann kann unser Planet gesunden. Ganz wichtig. Du hast Kerstin auf jeden Fall schon ein bisschen Ängste genommen. Und ich hoffe nicht nur Kerstin, sondern ich hoffe, dass du auch vielen unseren Zuschauern jetzt mal wieder ein bisschen Licht gebracht hast. Wir werden uns gleich noch weiter unterhalten, zwar auf eine ganz andere Art und Weise, denn wir wollen natürlich auch unsere Berater ein bisschen privater kennenlernen. Ja. Und deswegen habe ich ein paar verrückte Fragen später noch in Nachgefragt an Frank Kazuschke. Jetzt noch mal eine kurze Pause und danach geht's weiter mit Schönheit und Beauty. Der intelligente Schmuck von Gabriele Iasetta. Die Schmuckdesignerin fertigt intelligenten Schmuck, der ihre mentalen Fähigkeiten stärkt und sie dabei unterstützt, sie selbst zu sein. Stöbern Sie auf ihrer Internetseite und finden Sie eine große Auswahl an tollen Produkten, die Sie direkt online bestellen können unter www.gabriele-iasetta.com oder telefonisch unter 0800 071 0014. Bei Nennung von Leichter Leben erhalten Sie 10% auf Ihren Einkauf. Holen auch Sie sich den intelligenten Schmuck von Gabriele Iasetta nach Hause und spüren Sie die Energie. Kerstin Pieper, ich hoffe, wir haben dir wieder ein bisschen Lächeln jetzt ins Gesicht zaubern können, weil dich hat das wirklich alles sehr, sehr mitgenommen. Du hast es gerade gesagt, ne? Für dich war es ein sehr, sehr anstrengendes Wochenende. Ja. Und manchmal ist es auch so, dass man vielleicht dann irgendwo ein bisschen Sport machen muss, um den Kopf wieder frei zu kriegen. Das werden wir später noch mit dir machen. Oder dass man auch an sich etwas Schönes wiederfindet. Genau. Und du willst heute den Zuschauern mal etwas vorstellen, vor allem natürlich den Damen, damit man ein bisschen schöner, beautier durch den Sommer kommt. Genau. Eins möchte ich aber noch mal sagen. Ich finde auch diese Emotionen muss man dann mal zulassen, weil wenn wir die verdrängen, kommen sie irgendwann hochgeschossen. Ja. Tränen und alles muss auch raus. Auch weil die sonst, Wut. Ja, genau. Auch die Wut, weil sonst tragen wir alles in uns, das finde ich auch. Aber man kann natürlich auch darüber reden und muss dann auch irgendwann mal sagen, ja, aber trotzdem, das Leben geht weiter. Ganz genau. Und egal wie.
Und mach jeden Tag zum Schönsten in deinem Leben. Genau. Und das Thema Schönheit, da habe ich heute mal zwei Beauty-Tipps mitgebracht. Die finde ich also persönlich ganz toll. Ich weiß nicht, ob die Zuschauer sowas kennen. Und zwar, ich weiß nicht, ob du es kennst, das also ist so eine Reinigungsbürste, sagen, genau. Das ist eine Bürste, die kann man im Grunde genommen in alle gut sortierten Drogeriemärkten kaufen. Was hat man davon, wenn man sich damit das Gesicht peelt, morgens oder am besten eigentlich morgens, weil dann über Nacht haben ja die Schuppen, hat ja der Körper gearbeitet. Und wir nehmen morgens diese Hautschüppchen weg von der Haut und fangen uns an, anschließend einzucremen. Dann ist es ungefähr so, du kennst es ja, wenn du ein Fenster streichen möchtest, das wird ja erstmal schön abgeschmürgelt, damit die Farbe hält. Dann hast du ja eine schöne Optik. Und so musst du dir das fürs Gesicht, Hals und Dekolleté ebenfalls vorstellen. Du machst praktisch ein leichtes Peeling. Wer nicht so eine empfindliche Haut hat, kann das im Grunde genommen jeden Morgen oder jeden zweiten Morgen machen. Die Haut ist gereinigt, wie beim Fensterrahmen. Und danach kannst du eine schöne Tagescreme raufmachen und deine Haut wird eben optimal versorgt. Es ist ja auch wirklich so ein Hautärzte zum Beispiel, die bieten ja sowas auch wirklich an, dass die Haut so richtig abgeschmirgelt wird und zwar mehrere Hautschichten, die weggenommen werden. Und dann kommt im Grunde genommen die frische Haut wieder zum Einsatz. Genau. Das dauert ein paar Tage, Wochen, ich weiß es nicht genau. Und dann sieht man das beste Beispiel ist wirklich das Abschmürgeln, wie man eben einen Fensterrahmen abschmürgelt. Ja? Und das kann auch wirklich nur ein Hautarzt machen oder eine gelernte medizinische Kosmetikerin. Aber hier diese Bürste hat zwei Stufen. Drück mal hoch. Und jetzt nochmal. So, schneller einmal. Und wir können damit das Gesicht schön behandeln und wir können vor allen Dingen das Dekolleté schön behandeln. Wir können anschließend eine Maske raufmachen oder die ganze Welt spricht ja von Hyaluron. Man kann also da schön mit Hyaluron arbeiten. Und ich finde das eigentlich sehr schön als Tagespflege. Von nichts kommt ja auch nichts. Das heißt, man muss ab und zu auch ein bisschen was tun. Und vor allem, was ich auch glaube, ist, dass natürlich auch die Haut gut durchblutet wird. Ne? Ganz also das, genau. Spricht das ja auch noch eine große Rolle. Und wer möchte, kann das auch hier am Handrücken machen, wenn die Hände so trocken sind. Ich habe ja auch sehr dünne Haut. Das heißt, ich mache dann meistens da nehme ich dann aber ein Salzpeeling. Ja, dann nehme ich ein bisschen Seife, Kochsalz, fange an, die Hände sozusagen zu peelen, anschließend eine schöne dicke Creme drauf, bist du wunderbar versorgt. Und wie oft machst du das? Weil jeden Tag ist ja wahrscheinlich ein bisschen auch nicht viel, so gut. Ja, ne? Das mache ich meistens so alle 10 Tage. Aber das hier mache ich schon so 3-mal die Woche. Aber den absoluten Renner, muss ich jetzt mal sagen, das ist ja das Ding hier. Und zwar, das ist ein sogenannter Niedeler, sowas Niedeling, wie Nadeling, ja. Sowas gibt es in etwas größer, auch für den Körper. Aber das hier wird im Gesicht angewendet, das kann man im Hals machen und am Dekolleté. Und die Länge von diesen Nadeln sind ungefähr 3 mm. Die sind also ziemlich spitz hier. Mach mal, darf ich mal? So. Die wolltest du nur zeigen, jetzt darfst du. Genau, so, pass auf. Wenn du das, ich mach mal hier so ein bisschen. Au! Ja, also man kommt drauf an, wie man es macht. Man kann ein bisschen stärker machen, aber man nimmt es fürs Gesicht. Und jetzt werde ich dir mal den Zuschauern die Theorie dahinter erklären. Und zwar, wir kennen das ja alle, wenn man hinfällt, bildet ja der Körper Schorf. Das heißt, der Körper fängt an, seine Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Er muss Kollagen bilden und irgendwann mal ist die Wunde verheilt. Die Theorie bei diesem Niedeler ist der, wenn wir unser Gesicht damit nadeln, es geht also übers Gesicht, genau, man kann verschiedene Richtungen machen. Und man macht das vielleicht abends vorm Schlafengehen mal so 3 bis 5 Minuten, ganz unkompliziert, wenn man vielleicht so ein bisschen vorm Fernseher sitzt, macht das Gesicht, Hals und Dekolleté. Entstehen leichte Hautreizungen auf der Haut. Aber im Gesicht fühlt sich das echt ganz schön an, ne? Ja, es entstehen leichte Hautreizungen und durch diese Hautreizungen wird die Haut angeregt, Kollagen zu bilden, sodass der Körper sozusagen eine Selbstheilung aktiviert. Und wie heißt das Ganze? Niedeling. 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 Also, genau. Wie man spricht, Niedeling. Niedler oder Niedeling. Das kann man, also ich muss sagen, den habe ich mal bei Amazon gekauft. Und wenn du... Wie teuer ist sowas? Na, ich denke mal, ich glaube, der kostet nur 15 Euro oder so. Okay. Darf ich mal ganz kurz machen? Ich möchte den Zuschauern zeigen. Also was sehr schönes hier, gerade wenn hier die Hängebäckchen kommen. Was für Hängebäckchen? Nein, du nicht, aber ich sag mal, wenn sie kommen, dann wird hier schön genadelt, ich sage das mal auf Deutsch, genadelt in verschiedenen Richtungen. Und gerade hier diese Partie, mach mal eine Pausbacke. Siehst du, dann kommst du da noch besser ran. Schön über die Lippen. Du kannst hier dieses, falls du mal so ein leichtes Doppelkinn bekommen solltest, kann man das hier schön nadeln. Nur falls. Hausbäckchen, Doppelkinn. Oder den Hals.
Und man merkt, wenn man das gemacht hat, so 3 bis 5 Minuten sollte man auch nicht länger machen, dann merkt man wirklich, wie die Haut arbeitet. Und dann eine schöne Pflegecreme drauf, gerade für die Nacht ist das ganz toll. Und die Haut kann sich wirklich über Nacht ganz toll regenerieren. Und du hast nach einer gewissen Zeit, wenn du das regelmäßig machst, du hast irgendwie das Gefühl, da ist mehr Frische im Gesicht, mehr Durchblutung. Also ich finde das total super. Ja, aber ich habe das ja jetzt gerade schon. Ja. Also ich habe jetzt schon dieses Gefühl, dass mein ganzes Gesicht in irgendeiner Form arbeitet und dass es ein ganz schönes, auch ein entspanntes Gefühl gibt. Genau. Und gerade in unserer heutigen Zeit müssen wir uns ja auch manchmal ein bisschen was Gutes tun, vielleicht auch ein bisschen zur Entspannung kommen. Needling. Und das kann man wirklich auch mal, wenn man jetzt mal abends vielleicht mal ein bisschen Fernsehen guckt, man guckt Astro TV und fängt dann an, so ein bisschen zu needeln. Das Wort des Jahres, oder? Wir needeln uns so durch die Abende. Genau. Das kann man eben, es gibt wie gesagt, die Dinge auch ein bisschen größer. Das kann man dann auch mal für den ganzen Körper nehmen. Frauen, die Probleme haben mit Zellulitis, an den Oberschenkeln, Bauch, wo man eben drankommt. Okay. Und das ist eben einer fürs Gesicht. Ja. Man sollte eben nur aufpassen, man kann sowas natürlich auch professionell machen. Da geht es dann aber wirklich darum, da wird die Haut richtig verletzt, also so, dass sie teilweise auch blutet. Aber das würde ich jetzt für den privaten Gebrauch also nicht empfehlen. Also das gefällt mir auf jeden Fall das sehr, sehr gut. Das finde ich ganz toll. Ich finde es auch super. Ja? Needling, wenn Sie mehr Informationen zum Needeln haben wollen. Needling, Cleaning, alles da. Schöne Maske anschließend drauf. Sie fühlen sich wohl. Wir Frauen wollen ja immer so, man hat vor allem, man bekommt so eine Ausstrahlung. Man denkt, oh, ich habe was für mich getan. Es kommt ja alles so von innen heraus. Nicht? Genau, da kann natürlich die Beauty-Tipps helfen. Aber es können natürlich auch die Fitness-Tipps helfen. Genau. Denn auch da kann man sich manchmal so ein bisschen austoben. Und was du da noch mitgebracht hast, das wirst du uns gleich noch vorstellen. Ich bin gleich wieder bei dir. Jetzt machen wir noch mal eine kurze Pause und danach geht es noch mal künstlerisch weiter, nämlich mit Thomas Müller. Spirit and Business, die TV-bekannte Runenmeisterin und Autorin Stefanie Gralewski, führt Sie in die erfolgreiche Selbstständigkeit. Themen: Marketing für spirituelle Unternehmen, Beratungstechniken, Zeitmanagement. Ein All-Inclusive-Paket inklusive Übernachtung und Vollverpflegung im 5-Sterne-Hotel in Hannover. 7. bis 9. Oktober 2016. Mehr Infos unter www.kartenlegen-berlin.de. Bühler ist bei uns, mal schnell aufs Handy geguckt. Nein. Oder ausgemacht. Denn es ist auch das Outfit hier, ich muss es mal ganz kurz erwähnen, denn es ist das mobile Atelier, so kann man es wirklich sagen. Auf der einen Seite natürlich für die Aufträge, das Handy natürlich in der richtigen Tasche, aber können wir die Tasche mal kurz sehen? Ja. Da ist jede Menge Material enthalten, hauptsächlich natürlich wirklich Stifte. Sind das alles Bleistifte, also wo man dann wirklich auch gut mit Skizzen malen kann? Ja, ich habe mit der Zeit habe ich mich doch umgestellt auf diese Feinminenstifte, weil die brauche ich nicht anzuspitzen und ich arbeite oft mit sehr präzisen Strichen und brauche eben eine Spitze am Stift. Und Bleistifte, Holzbleistifte muss man anspitzen, das ist unterwegs nicht so praktisch. Die habe ich in unterschiedlichen Stärken und dazwischen ist natürlich noch der klassische Kugelschreiber, den man mal braucht, oder auch ein Feinliner. Eine Zeit lang habe ich mehr mit Tuschestiften gearbeitet, auch unterwegs. Das ist zum Beispiel bei diesen Sachen so. Das sind dann auch solche Tuschestifte, die dann eben verschiedene Farben haben können. Also das wird dann, je nach Bedarf, rüste ich mich entsprechend aus. Und die sind dann immer in meinem Werkzeugkasten hier oben. Ist es stimmungsabhängig, wie man malt, was man malt, also auch mit welchen Stiften, ob man eher mal eine Phase hat, wo man sagt, also jetzt bin ich eher in der Skizzenphase oder jetzt bin ich eher in der Glasmalerei oder doch eher im Öl? Sicher stimmungsabhängig. Für die Malerei braucht man einfach mehr Vororganisation. Das ist doch etwas, was besser im Atelier stattfindet. Nicht alle Dinge eignen sich für unterwegs. Also Bleistiftzeichnungen eignen sich für unterwegs ganz gut. Wobei immer die Gefahr besteht, dass die im Buch verwischen. Das ruddelt doch auch. Also wenn man öffentlich fährt, ich war ja auch manchmal, dann denkt man sich schon auch, also selbst Schreiben ist da manchmal ein bisschen schwierig. Wie funktioniert das dann mit Malen? Also ich antworte da immer mit Humor und sage, ich kenne schon jeden Huckel auf der Strecke. Aber je nachdem, mit welchem Zug man fährt, also die, wenn ich weite Strecken fahre und mal mit dem ICE fahre oder so, die haben ja ganz
tolle Stoßdämpfer und die sind, da merkt man gar nichts. Schade, dass es Wetten, das nicht mehr gibt. Sie wären der prädestinierte Kandidat wahrscheinlich dafür gewesen, durch dann ganz Deutschland zu fahren und die Strecken anhand des Ruckeln des Zuges zu erkennen. Man kriegt tatsächlich aber so ein bisschen so eine Fähigkeit, Kurven zum Beispiel auszugleichen, indem man sich ein bisschen gegenlehnt. Das habe ich dann mal gemerkt, nachdem man mich darauf aufmerksam gemacht hat und sagte, können Sie das hier so? Und da habe ich darauf geachtet und es ist tatsächlich so, dass ich eine gewisse Strategie beim Zeichnen entwickelt habe, diese Fliehkräfte zum Beispiel ein bisschen auszugleichen. Aber es ist ja auch toll, es hat was mit Kommunikation ja auch in diesem Bereich zu tun. Das heißt, wenn man alleine im Atelier steht, ja, dann ist man vielleicht in seine Arbeit vertieft. Aber wenn man in der Bahn sitzt, ja, dann wird man natürlich beobachtet. Man kommt leichter ins Gespräch. Also haben sich da, außer dass Sie heute hier bei uns sitzen durch Ihre Malerei in der S-Bahn, hat sich da schon irgendwie wirklich auch andere Kontakte entwickelt, dass man wirklich gesagt hat, plötzlich war eine Auftragsarbeit da oder Sie wurden irgendwo anders hingerufen, hatten irgendwelche Ausstellungen? Ja, sagen wir mal Leute, die da meine Ausstellungen besuchen. Mhm. Ich habe auch immer einen Prospekt dabei, das ich dann ganz gerne zeige oder auch eine Visitenkarte weitergebe, um die Leute weiter zu informieren. Ich glaube, meine Prospekte habe ich sogar gerade nicht zur Hand. Wie das immer ansonsten, so ist. Sie wissen ja, wir haben Facebook ja. Und nach der Sendung wird natürlich auch noch mal sämtliche Informationen über Thomas Bühler dann weitergereicht. Das ist ja immer sehr interessant, denn manchmal, wir kennen alle die großen Maler, aber es ist natürlich auch eine Kunstszene, die immer noch existiert. Und wir haben natürlich auch tolle Künstler, die tolle Arbeiten machen, ne? Also ich fühle mich in der zweiten Reihe auch ganz wohl oder in der dritten meinetwegen. Die ganz große Karriere zu machen, hängt von vielen Faktoren ab. Und ich habe immer gesagt, Kunst ist, wenn man es trotzdem macht, auch wenn sich jetzt vielleicht der ganz große Erfolg nicht einstellt. Für mich ist es wichtig, meine Bilder helfen mir auch leben. Mhm. Und all das, was ich eben gehört habe, erlebe ich ja auch. Was die Kollegen erzählt haben hier, ihre Kollegen über die Betroffenheit, die erzeugt wird, wenn man schreckliche Nachrichten bekommt, wie jetzt dieses Wochenende. Und irgendwann reagiere ich halt auch mit meinen Bildwelten. Ich denke erst vielleicht drüber nach und spreche mit Leuten. Aber vieles von dem, was mich berührt, fließt einfach unmittelbar in meine Bildwelten ein. Das war ganz nett, weil Sie haben ja auch am Anfang gesagt, na ja, ob Sie als Künstler und so weiter und so fort zu einem so spirituellen Sender wie Astro TV passen. Aber Leichter Leben hat ja irgendwie so ein anderes Format vielleicht, dass man sagt, na ja, man kann sich hier ganz schön präsentieren. Denn in irgendeiner Form ist ja auch die Malerei was Spirituelles. Also so einen kleinen spirituellen Gedanken, den tragen ja die meisten Menschen in uns. Ich lasse die Bilder ja auch kommen. Also es ist so, wir haben eben auch schon uns ein bisschen unterhalten, die Bilder kommen zu mir und sie sind nicht fertig, sie entstehen dann im Prozess natürlich, aber ich trage eben so eine bildgestalterische Absicht in mir und irgendwie muss ich die jetzt nur formulieren mit meiner Sprache, die sich im Laufe der Zeit natürlich qualifiziert. Kann man Kunst lernen? Also das muss man natürlich auch mal als Frage stellen, denn es gibt ganz viele, ich sag gerade mal auch in der prominenten Welt, die haben vielleicht keinen großen Erfolg mehr in der Schauspielerei, in der Moderation oder sonst irgendetwas und werden dann plötzlich alle Künstler und malen irgendwelche Bilder, die vielleicht gar nicht so schlecht aussehen, aber ist das schon Kunst oder gehört zu einem Kunstverständnis noch ein bisschen was anderes? Also muss man auch richtig malen können? Das muss die Nachwelt entscheiden. Ich persönlich bin ein sehr handwerklicher Künstler, deswegen mache ich auch Auftragskunst. Ich habe mich mit vielen Techniken vertraut gemacht, mache eben meine Designlinie. Diese Geschichten verstehe ich eher als Designlinie mit künstlerischem Anspruch. Und wenn ich male oder zeichne, folge ich einer sehr klassischen Methodik auch. Ich habe sehr klassisch Zeichnen gelernt und geübt. Andere, die das nicht machen, bringen vielleicht auch interessante Ausdrucksformen zustande. Ich mag auch manchmal Sachen, die gar nicht so handwerklich sind. Ich habe Freunde, die ganz anders arbeiten, sehr expressiv, fast bewusst so auf Kindersprache ihre Malerei reduzieren. Da sind sehr reizvolle Dinge dabei. Ich bin da eigentlich relativ offen. Also wichtig ist, dass es überzeugend wirkt. Menschen müssen Ausstrahlung haben, damit man weiß, okay, die kommen in einen Raum und der Raum ist in irgendeiner Form voll. Das heißt, es gibt einige, die halt auf der Bühne große Erfolge feiern, weil sie es eben auch ausstrahlen. Ist es bei der Kunst auch so? Das heißt, dass Kunst auch eine Ausstrahlung haben muss? Man erkennt es einfach, ob da was dahinter steckt oder nicht?
ja, ist immer gefährlich, sowas zu sagen, aber ich finde schon, dass man Niveau sieht. Und es gelingen einem ja auch selber nicht immer gute Sachen, aber je mehr man es gemacht hat, was man viel macht, kann man immer besser irgendwann. Und das gilt natürlich auch für den Ausdruck. Man kann mit viel Technik auch Kitsch produzieren. Und man muss auch üben, sich selbst zu hinterfragen und auch das Niveau zu hinterfragen. Hat es Tiefe, hat es Kraft? Und man versucht natürlich schon, sich zu positionieren. Und eigentlich traue ich mich auch, Qualitätsurteile abzugeben. Das ist nicht eben immer recht, aber doch, das gehört auch zum professionellen Schaffen dazu. Bei einem Musiker macht man das auch. Und vor allem, Sie bilden ja auch die neuen Künstler in irgendeiner Form aus. Ob das Künstlergewerbe überhaupt noch wirklich so richtig angesehen wird, auch von den jungen Leuten, oder ob die sich in irgendeine andere technische Richtung eher stürzen, darüber werden wir uns auch gleich noch unterhalten. Denn da wissen Sie natürlich als Dozent der Medienschule Babelsberg auch richtig Bescheid. Jetzt geht es erst noch mal weiter, dass wir unseren Frank Kaczuszka ein bisschen besser kennenlernen wollen. Wir haben uns ein paar lustige Fragen ausgedacht in Nachgefragt. Frank, zum Warmwerden starten wir erstmal ganz entspannt mit ein paar Entweder-Oder-Fragen. Was hältst du denn davon? Da lernt man die Menschen auch ganz gut kennen eigentlich. Gerne. Und dann nehmen wir uns 7 Minuten Zeit. Und je schneller wir durch sind oder je schneller du die Antwort, Fragen beantwortest, umso mehr Fragen schaffen wir natürlich. Ja, wunderbar. Frank Kaczuszka, entweder oder Wohnmobil oder Hotel? Wohnmobil. Party oder Couching? Party. Kurze oder lange Haare? Am liebsten lange. Jeansjacke oder Jackett? Jeansjacke. Wohnstyle oder, also Investition mehr in die Wohnung oder mehr ins Outfit? Mehr in die Wohnung. Auto oder Fahrrad? Motorrad. Auch gut. Da sind ein paar Fragen, die hätte ich jetzt anders gedacht. Das heißt, hier privat bist du doch eher dann der Leisure-Typ, ja? Also dann kein Anzug und Schlips oder sonst irgendetwas. Wir haben 6 Minuten 27. Das heißt, wir gehen einfach mal der Reihe nach durch. Wie könnte eine Kontaktanzeige von dir aussehen? Puh, schwieriger Mann sucht verständnisvolle Frau. Bist du in einer Beziehung? Ja. Wer macht bei euch den Haushalt? Wir beide. Wie sieht die Traumfrau denn so richtig aus? Ich hab sie. Schön gesagt. Ist dir Aussehen wichtig? Nein. Also bist du kein eitler Mensch? Nein. Was bedeutet für dich Spiritualität? Spiritualität heißt einfach für mich heile werden. An Körper, Geist und Seele. Mhm. Gibt es für dich das perfekte Alter? Nein, es gibt kein Alter. Es ist eine Illusion. Mit welcher Persönlichkeit würdest du dich gerne identifizieren? Gibt es jemand Vorbilder? Ja, es gibt Vorbilder. Ich habe sie noch nicht parat. Ich bin im Prinzip mein eigenes Vorbild. Mhm. Ich arbeite an mir, ich versuche, mich zu vervollständigen. Es ist etwas, eine Sehnsucht nach Vollkommenheit. Bist du handwerklich geschickt? Ja. Ja. Ja? Ja. Machst du auch gerne Sachen? Ich auch. Was war so dein größtes handwerkliches, tolles Produkt, das du zustande gebracht hast? Ich habe mein Haus gebaut. Ja, ein Haus habe ich auch gebaut. Ich hab aus 2 Autos 1 gemacht und so etwas, aus 2 Hälften. Ich komme ja aus der Automobilbranche. Ich habe Elektroinstallateur gelernt. Also ich bin absolut handwerklich begabt. Ich kann schweißen, ich kann Installationen, ich habe geklempnert. Also mein Vater hat ein Bauunternehmen gehabt. Ich habe mit 12 Jahren angefangen zu arbeiten. Das finde ich aber auch wieder echt spannend. Ich hätte ja gerne mal so eine Bastel-Handwerker-Ecke. Also wenn du öfters mal in Berlin bist, dann nehmen wir dich dafür. Ja. Und du erklärst uns Frauen, wie wir mit Säge, Hammer und Nagel richtig umgehen. Herrlich. Ich bin ja staatlich geprüfter Techniker im Maschinenbau, habe ein Sachverständigenbüro gehabt. Also ich habe die ganze Palette abgedeckt. Ich war im Bergbau 7 Jahre. Also ich war auch ganz unten schon. Mhm. Auf 1000 Meter unter der Oberfläche. Das klingt auch wieder sehr schön, oder? Also als Satz, ich war mal ganz unten, aber du bist Gott sei Dank auch wieder Wir müssen in die Tiefe. Die Reise des Helden von Hajo Banzhaf geht ja in die Unterwelt und kommt dann wieder rauf, wenn er Glück hat. Mhm. Ich habe Glück gehabt. Deine bisher größte Herausforderung? Astro TV. Die Angst, vor 100 Leuten zu sprechen. Ich habe mir die Herausforderung gesucht, vor 1000 Leuten zu sprechen. Und jetzt ist Millionen. Vor Millionen.
Jetzt ist die Angst vor 100 Leuten weg. Aber gut, auch wieder eine Herausforderung. Ne? Ja. Wenn ich dir jetzt spontan eine Reise schenken würde, also sagen wir mal eine Woche Karibik, dein Flieger würde allerdings in 4 Stunden gehen. Würdest du die Reise annehmen? Ja. Also auch spontan? Ja, natürlich, klar. Wenn du einen Tag eine Frau wärst, was würdest du gerne mal machen? Niedling. Ich würde es fühlen, ich würde es intensiv fühlen. Nicht nachvollziehen, nicht reinsetzen, sondern bewusst mit dem Körper wahrnehmen. Das würde mich interessieren. Ich kann es ja jetzt nur annähernd, ich kann ja Vermutungen nur anstellen, mich energetisch reinversetzen, aber spannend wäre es schon zu fühlen. Ah, das ist auch eine spannende Antwort. Schön. Wenn du einen Tag in die Vergangenheit reisen könntest, wo und wann würdest du dich dann befinden? Es sieht aus wie im Mittelalter, weil es da einfach ganz viele Möglichkeiten gab. Da war viel mehr Ruhe, da war ein Gleichklang. Das Mittelalter ist nicht so, wie es uns dargestellt wird. Es war keine schreckliche Zeit. Wir haben große Döme gebaut, Kirchen, Riesenhäuser. Menschen waren beschäftigt, Menschen haben ganz wenig gearbeitet. Ja. Da war wirklich Lebensqualität. Oder mit Ruhe gearbeitet. Mit Ruhe gearbeitet, mit Leidenschaft, mit Hingabe, Steine bearbeitet, etwas rausgeholt aus Steinen. Fällt einem einfach im Moment sofort natürlich Ken Follett ein, Säulen der Erde und diese ganzen Bücher, die er da geschrieben hat, die einfach wirklich das transportieren. Ich kenne sie nicht, also, aber das ist das Feeling. Toll. Würde mich interessieren. 3 Persönlichkeiten, die du zum Essen einladen würdest. Wer wäre es und was würdest du kochen? Gandhi, Henry Ford, mich würde John F. Kennedy interessieren. Ein Visionär. Was würde ich kochen? Ich würde kochen lassen. Von deiner Frau oder würdest du... Ja, kochen lassen von meiner Frau. Ah, okay. Ja. Also erübrigt sich die Frage nach... Ja. Kannst du auch kochen? Hast du einen Tick, irgendetwas, wo du sagst, oh, da weiß ich selber, da bin ich manchmal ein bisschen komisch? Ja, ich habe ganz komische Angewohnheiten. Ich kaufe in der Regel von jedem Ding 2. Das kenne ich, mein Onkel hat das auch gemacht. Ja, es ist komisch. So Kleinigkeiten, es muss immer 2 haben. Mhm. Das ist, ja, der hat 2-mal die exakt gleichen Schuhe gekauft, Hemden. Ja. Das ist aber wirklich ein Tick, ne? Das ist ein Tick, sollte man mal in die Tiefe gehen. Hätte mich auch früher immer bei meinem Onkel interessiert. Ist aber die Angst, zu wenig zu haben, ne? Ein Minderwert, der darüber kompensiert wird, ne? Oder haben wollen, ist ja auch so ein, ich will das einfach haben. Ich will, ne? Um einen Mangel auszugleichen, will ich das haben, dann nehme ich gleich 2. Ja, bei Autos und so ist es natürlich dann echt ein bisschen teuer, oder? Ich nehme gleich mal 2. Nein. Wo außer in Deutschland würdest du sonst noch gerne leben? Auf Neuseeland. Lebst du auch gerne in Deutschland? Ich lebe gerne in Russland, ich liebe Deutschland. Aber wenn ich hier raus müsste, weil die Umstände nicht mehr passen, würde ich nach Neuseeland oder Russland gehen. Nach Russland? Nach Russland. Also ich finde, absurder geht es ja eigentlich nicht. Neuseeland oder Russland? Neuseeland oder Russland, ja, Russland. Es liegt... Es ist ein Stück, wir gehören zusammen, es ist der gleiche Kontinent. Wenn man mal Filme aus Russland sieht und man schaltet den Ton weg und guckt nur die Leute an, das könnte irgendwo in Europa sein. Wir sind ähnlich. Auch eine ganz spannende Frage noch so relativ zum Schluss, weil ich sehe, die Zeit ist abgelaufen. Wenn du wirklich mal Gott getroffen hättest, also es würde ihn geben und du würdest ihn treffen, würdest du es den Menschen erzählen oder würdest du es für dich behalten? Ich erzähle es den Menschen. Ich habe ihn getroffen. Über ein Nahtoderlebnis mit 15 auf der Straße. Nur ich musste leider wieder zurück. Ich wäre gerne da geblieben. Mhm. Aber ich habe hier noch ein bisschen was zu tun. Auch eine spannende Geschichte. Du musst also wiederkommen. Denn wir haben jetzt mal 7 Minuten genutzt, um einfach mal schnell ein paar Fragen abzuklären. Aber ich glaube, man kann sich schon ein ganz gutes Bild dann machen von Frank Kacuschke. Ansonsten machen Sie sich ein Bild bei Astro TV, denn da bist du zu sehen. Heute auch noch mal? Ja, 23 bis 24 Uhr und 1 Uhr bis 3 Uhr. Für die Nachtschwärmer. Und ich habe mir sagen lassen, dass es ganz viele der Anrufer gab, die gesagt haben, es ist wunderbar, dass du jetzt da bist. Man hört dir so gerne zu. Wunderbar, das freut mich. Dann freuen Sie sich heute Abend in der Nacht auf Frank Kacuschke. Schön, dass du da gewesen bist. Und wie gesagt, wir machen hier natürlich irgendwann noch mal weiter. Ja, dann machen wir weiter. Was mit den Autos und so interessiert mich natürlich. Ja, das ist dein super. Traumauto? Habe ich nicht mehr. Ich hatte mal einen Porsche, ich habe alle durch. Außer so Ferrari und sowas, aber Porsche, Mercedes und sowas habe ich alles durchgehabt, schon mit 21. Ich habe das alles gehabt, ich habe das alles gelebt. Motorräder und alles, ich habe das alles gelebt schon. Mhm.
Und da gibt es nicht mehr. Heute fahre ich einen Lader. Ich habe mir jetzt vor ein paar Monaten einen Lader gekauft, weil das Ding fährt, kann 2 Tonnen ziehen und läuft immer. Ein Lader. Ja, ein Lader. Ja. Und die Bremsklötze kosten 12 Euro. Kaufst du ja eh dann für 24, weil du brauchst ja 2 Bremsklötze. Ja. Das wissen wir jetzt auch von dir. Aber da habe ich einfach gesagt, das ist super, das gefällt mir, das funktioniert. Wenn ich schnell fahren will, kaufe ich mir ein Motorrad. Also, bodenständig ist er auch, aber trotz alledem ist er auch noch ein rasanter Zeitgeist und wird Sie auf jeden Fall auch wieder unterstützen heute Nacht bei Astro TV. Jetzt bekommen Sie von uns auch Unterstützung. Sie wissen ja, Sie haben nur noch eine Woche Zeit, unser Foto bei Facebook zu liken, zu teilen und zu kommentieren. Kommentieren ist ganz wichtig, denn aus all den Kommentaren, die dieses Foto hier kommentieren, das wir hier bei Facebook veröffentlicht haben, werden wir am 1. August den Gewinner ziehen, der diese 2 wunderbaren Schmuckstücke von Thomas Raschke gewinnen wird, jeweils im Wert von 129 Euro. Das bedeutet, wenn Sie noch mitmachen wollen, haben Sie jetzt die Chance, hier zu teilen, zu liken und ganz wichtig zu kommentieren, damit wir am Montag nächster Woche diese schönen Schmuckstücke verlosen können. Also seien Sie mit dabei. Und wenn Sie eh schon bei uns auf der Seite sind, Sie wissen ja, wir freuen uns über jedes Like, das Sie uns schenken. Dann sind Sie auch jeden Tag bestens informiert über unsere Sendung, über unsere Themen und natürlich auch über unsere Gäste, wie zum Beispiel heute wieder Kerstin Pieper, die ich ja gerne, wenn es um den Sport geht, als unsere Jane Fonda vorstelle. Denn im Grunde genommen ist es natürlich so, Fitness hat in den 80er Jahren schon eine große Rolle gespielt mit Jane Fonda, die wirklich die Leute mobil gemacht hat. Heute sind wir natürlich auch ein bisschen wellnessmäßiger, die sanfte Methode, aber es ist trotzdem wichtig, dass wir uns bewegen. Das ist total wichtig. Gerade jetzt, wir brauchen jetzt auch diese Erdung. Ja, diese ganzen Ereignisse, wie wir vorhin schon gesagt haben, nehmen einen mit. Und wenn ich jetzt heute nicht hierher gekommen wäre, wäre ich auch wirklich ins Fitnessstudio gegangen und hätte da ein bisschen trainiert, um mich einfach wieder zu erden. Weil dieses, wenn wir uns so verlieren, hängt ja damit zusammen, dass wir einfach mit unseren Gedanken permanent abschweifen und in unseren Emotionen drin hängen, sage ich mal so. Ja? Und deswegen habe ich gedacht, naja, dann brauchst du ja nicht ins Fitnessstudio zu gehen, dann kommst du einfach zu leichter Leben. Und wir haben es ja draußen auch sehr warm. Das heißt, und wenn es mittags so heiß ist, zumindest hier in Berlin, da gehe ich jetzt nicht joggen oder überanstrenge mich, sondern entweder ich gehe in ein klimatisiertes Fitnessstudio oder ich mache ein paar Übungen für zu Hause. Einfach locker, vor allen Dingen die Beweglichkeit ist wichtig, weil vor jedem Training ist es für mich wichtig, dass ich erstmal den ganzen Körper ein bisschen bewege und ich mache einfach mal so ein bisschen was vor und du guckst zu wie immer. Ich gucke zu wie immer, genau. Okay, und wir fangen einfach mal so ein bisschen aber mit den Schultern an. Aber Sie zu Hause, an, ja? Sie können natürlich mitmachen. Genau, wir fangen einfach mit den Schultern an, fangen einfach an zu kreisen, nehmen die Arme mit. Haben dazu noch schöne Musik. Guck mal, jetzt gibt man dir doch die Musik. Wir hatten am Anfang noch darüber geredet. Genau, ich mache das jetzt einfach mal so. Wichtig ist wirklich, die Arme auch von allen Seiten einfach in die Beweglichkeit zu kommen. Schultern, Gelenke, alles ein bisschen locker machen. Und sehr schön auch. All we are saying is give peace a chance. Das machen wir immer schön, wenn wir mal auf einem Konzert sind. Wirklich die Arme und die Hüfte bewegen. Wichtig ist, die Gelenke in Bewegung halten. Das heißt, die Arme mal richtig ein- und ausdrehen. Bisschen in die Knie gehen, sodass wir die Oberschenkel ein bisschen mit anspannen. Locker machen und dann nehmen wir mal die Beine mit. Ich mache jetzt mal in meinem Rhythmus, sonst müsste ich hier ein bisschen tanzen. So. Das wollten die Kollegen, glaube ich, meine liebe Kerstin. Weil und du jetzt, gesagt hast, bei der Musik musst du anfangen zu tanzen. Jetzt machen wir mal auf 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Und 1, 2, 3. Und immer schön lächeln. 6, 7 und 8. Und nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Und ausschütteln. Schön auf der Stelle gehen, also schön in Bewegung bleiben. Einfach so ein bisschen mitdenken, was kann ich noch machen, um beweglicher zu werden. Dann machen wir mal noch eine schöne Übung für die Oberschenkel. Wir stellen uns schulterbreit hin, gehen in die Hocke und nehmen die Arme mit. 1, 2, 3, 4,
Damit trainieren wir die Oberschenkel, Gesäßmuskulatur und die Arme. Und nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. Und wer schafft, ein bisschen in der Hocke bleiben und dann wippen wir einfach ein bisschen nach. Und immer aus den Oberschenkeln drücken, damit die schön straff bleiben. Und die Po-Muskulatur. Und ich meine, du bist das beste Beispiel dafür, meine liebe Kerstin. Von nichts kommt nichts. Das wissen wir ja alle. Genau. Und heute haben wir im Grunde genommen ja wieder gezeigt, wie leicht so ein leichteres Leben geht, was alles dazugehört. Das ist irgendwie, dass man sich wohlfühlt. Das hat, der Sport hat was damit zu tun. Es hat Kreativität auch was damit zu tun, dass unsere Gedanken mal wieder in neue Richtungen kommen. Und es hat was mit positiven Denken auch zu tun. Und beim Sport, ja, da schafft man es vielleicht auch wirklich so positive Energie aufzutanken. Man hat eine andere Ausstrahlung. Es ist immer so, wenn es dir nicht gut geht, ob du jetzt einen strammen Spaziergang machst oder du machst zu Hause irgendwas, die Ausstrahlung kommt von innen. Mhm, absolut. Und das Schöne bei dir ist, man weiß, dass du die Sachen auch mit Freude machst. Das heißt, authentischer kann man es eigentlich gar nicht rüberbringen. Und wem es jetzt ein bisschen zu schnell gegangen ist, Sie wissen ja, bei uns auf unserer Facebook-Seite, nach der Sendung gibt es immer das obligatorische Bild, aber nicht nur das, sondern natürlich auch noch unseren YouTube-Link zur Sendung. Und wenn Sie da mal so richtig mit Kerstin Pieper im Grunde genommen im Wohnzimmer zu Hause Sport machen wollen, dann sollen Sie sich das YouTube-Video noch genau angucken, und das Ganze dann vielleicht so 5-6 Mal wiederholen, dann haben Sie schon so ein schönes Trainingsprogramm. Mhm. Wie oft machst du es selber? Weil ich meine, dass du wirklich Sport machst, A, sieht man es natürlich, aber B, ist es wirklich auch etwas für dich, wo du sagst, du predigst das nicht nur, sondern du tust es auch? Also ich gehe mindestens 2 Mal die Woche für 1 bis 1,5 Stunden ins Fitnessstudio. Und ich gehe jeden Tag laufen. Mit dem Hund raus? Mit dem Hund. Also das sind jetzt keine gemütlichen Spaziergänge, sondern wir sind eigentlich so im Fettverbrennungsmodus, weil ich sehr zügig laufe. Ja. Mittlerweile sind eh so viele Menschen unterwegs, weil sie alle auf Pokémon-Jagd sind. Ach so, ja. Aber das hat dich zum Beispiel noch nicht gepackt, oder? Nee, das wird es mich auch nicht packen. Also ich gehe da in die Natur, ich genieße das mit meinem Hund, ich genieße die Bewegung. Da renne ich nicht mit Pokémon rum. Oh Gott, ja, ich mache ja jeden Blödsinn mit natürlich. Ja. Ich die ein, die Pokémons, okay. Aber freue mich dann auch jedes Mal. Ja. Kerstin, wer mehr Informationen zu dir, zu deinen Fitnessgeschichten, aber natürlich auch zur Lebensberatung haben möchte, der kann dich auch über unseren Partner Questico erreichen. Genau. Herrlich. Vielen Dank für den Besuch. Ja. Jetzt tun wir Ihnen wieder etwas Gutes. Es geht um Spiritualität. Es geht um Spiritualität für Fortgeschrittene. Und Sie können heute eine wunderbare MP3, wie sagt man dazu, Diskette, CD, mein lieber Nico, du bist so jung, du musst das wissen, eine CD, oder? Eine CD-ROM. Eine MP3 CD-ROM gewinnen. Spiritualität für Fortgeschrittene von Kerstin Reichel. Sie müssen nur wie immer eines tun, Sie müssen uns eine Postkarte schreiben und folgende Frage beantworten. Wo verbringt Thomas Bühler viel Zeit? Boah, das wüsste ich jetzt nicht. Vielleicht ist er auch viel in der Bibliothek. Aber wir wissen schon, worauf wir hinaus wollen. Oder Sie wissen es. A, im Atelier oder in der Bibliothek. Stichwort ist Kunst. Und die Postkarte, die geht wie immer an Astro TV Leichter Leben. In 10452 Berlin. Der Einsendeschluss ist der 8. August. Und Sie denken dran, Ihren Namen, Ihre Anschrift mit auf die Postkarte zu schreiben, damit wir Ihnen diese CD-ROM auch zuschicken können. Jetzt geht es weiter mit Thomas Bühler, den man natürlich im Atelier anfindet. Ist es auch etwas, dass man Ihnen so richtig beim Malen jetzt nicht nur in der S-Bahn, sondern auch im Atelier zugucken kann? Oder sagen Sie, nee, ab und zu brauchen Sie auch so ein klein wenig Ihre Ruhe, um künstlerisch kreativ zu sein? Wenn es mal dazu kommt, macht es mir eigentlich nicht so viel aus. Also ich bin nicht in der Situation, dass ich mich ständig bedrängt fühle. Das ergibt sich gar nicht so oft. Aber es hat Situationen gegeben, wo ich im Beisein von Freunden oder auch von Familienmitgliedern male. Ich bin da nicht ganz so empfindlich. Ja. Also wenn das dann sein muss und dann ist mir manchmal vielleicht die Gesellschaft auch sogar angenehm. Guter Freund hat immer bei mir im Atelier gesessen und hat dabei Musik gemacht und hat dabei auch Texte geschrieben und seine Stücke wirklich auch in dem Moment erfunden. Er hat eine Zeit lang bei mir mal gewohnt, habe ich ihm ausgeholfen, als er nach Berlin zog.
fand ich gar nicht so unangenehm. Ja, kreativer Austausch dann im Grunde genommen. Ja, ja. Ne? Man kann sich ja dann in irgendeiner Form auch gegenseitig inspirieren. Wie sieht es denn mit der Inspiration heutzutage aus? Also ich habe jetzt Pokémon To Go zum Beispiel angesprochen. Ein Spiel, das im Moment wirklich so ein bisschen auch teilweise kritisiert wird. Aber im Grunde ist es ja auch ganz schön, weil es um Austausch auch geht. Man verbindet sich auch auf eine lustige, spielerische Art und Weise. Jetzt ist Kunst natürlich etwas ganz anderes. Allerdings, Sie sind ja auch Mediengestalter. Das heißt, es passt ja eigentlich dann auch Pokémon und die Kreativität dazu, zu der Kunst, die man aufs Papier bringt, oder? Ja, ich bin da ganz offen. Einmal habe ich einen 16-jährigen Sohn und habe eine sehr viel jüngere Frau. Und die, wenn ich mit denen spazieren gehe, sind die seit zwei Wochen eigentlich ständig dabei, auf ihr Ding zu gucken. Und wir gehen tatsächlich auf Jagd und ich bin dabei und wir machen gemeinsame Spaziergänge, was wir schon lange nicht mehr gemacht haben. Ich bin da ehrlich gesagt ganz offen und habe so meine eigenen Systeme. Ich selber habe noch nicht mal ein Smartphone, sondern nur ein Handy, mit dem man wirklich nur telefonieren kann, ausschließlich. Wir haben es ja gerade gesehen. Ja, genau. ich möchte auch gar nicht immer so erreichbar sein, bin aber offen. Und habe natürlich die neuen Medien, ich werde damit viel konfrontiert durch diese Arbeit an der Medienschule Babelsberg. Ich unterrichte zwar eher klassisch, eben den ganzen Printbereich, also grafische Produktion und Zeichnen. Deswegen vielleicht auch noch mal so, künstlerisch entwickeln sich gar nicht so viele der Schüler da. Einige schon, gehen vielleicht in Richtung Illustration, wenn sie dann vielleicht noch weiter studieren oder an die Konrad-Wolf-Schule gehen, auch anschließend. Das machen schon einige, manche bleiben aber ganz klar in diesem angewandten Bereich. Mhm. Und dafür müssen die ausgerüstet sein. Es gibt einfach eine Schnittmenge zwischen dieser Gebrauchsgrafik und Gebrauchskunst und der freien Kunst. Mhm. Man muss natürlich auch ein bisschen am Ball bleiben heutzutage, das sage ich auch immer. Also wir umgeben uns gerne auch, was unsere Leichter Leben-Redaktion anbelangt, gerne mit jungen Leuten, damit wir einfach irgendwie auch im Kopf jung bleiben. So ist es wahrscheinlich als Dozent auch. Das heißt, die jungen Menschen halten einen auch jung und inspirieren einen bestimmt auch durch ihre neue Ansicht oder durch ihre Denkansätze. Total. Also ich habe ganz viele sehr begabte Comiczeichner in meinen Klassen. Und die Comiczeichner halten die klassische Zeichenschule hoch. Und die kriegen sie bei mir. Mhm. Also ich muss mit ihnen Übungen machen, die sie in die Lage versetzen, komplexe räumliche Situationen darzustellen. Das fällt beim Comiczeichnen oder auch für Zeichentrickfilmelemente an. Mhm. Einige von uns gehen dann vielleicht in den Bereich Animation an der Konrad-Wolf-Schule. Pokémon im Grunde genommen sind ja im Grunde genommen auch Comiczeichner gewesen, die ihre Kreativität da irgendwie, ja, die sich da auch ausgetobt haben. 20 Jahre später sind sie plötzlich wieder im Kommen. Das ist schon verrückt, oder? Ja, das ist verrückt. Aber was anderes Paralleles passiert auch. Gelegentlich im Zeichenunterricht lasse ich die Schüler Wunschkonzert machen über YouTube. Und die legen Sachen auf, die ich in meiner Jugend gehört habe. Mhm. Das ist sehr interessant. Also es gibt einen ganz starken Trend in die 70er Jahre, aus denen bin ich ganz unzweifelhaft von geprägt worden. Und die legen dann meine Musik auf und kennen sich damit teilweise sogar noch besser aus als ich. Mhm. Also das erlebe ich auch. Und so nehme ich teil an ihrer Welt. Und sie lassen mich auch teilhaben. Mhm. Ich finde das super, weil im Grunde genommen ist es ja so, dass man als Dozent auch die Schüler prägt. Und ich glaube, auch ein guter Dozent ist auch ein Dozent, der eben auf die Schüler eingeht und der in irgendeiner Form auch das Verständnis natürlich für die Schüler hat. Natürlich ist er immer noch der Lehrer, aber er schafft es natürlich schon auch, eine Jugend zu prägen. Ja, das ist so. Das muss ich wirklich auch sagen. Ich habe zu vielen Schülern auch nach ihrer Ausbildung noch Kontakt. Einmal werden wir sehr häufig von denen besucht, aber ich bin mit einigen verbunden. Einige besuchen meine Ausstellungen. Eine hat mir neulich ein Bild abgekauft, die mittlerweile beruflich erfolgreich ist. Ich mache es ja schon eine Weile und einige von den Schülern haben mittlerweile ihren Weg gemacht. Und da ist mir das bestätigt worden, aber das macht auch meine Arbeit aus, dass ich offen bin für Inspirationen eben und auch teilhabe an den Dingen meiner Zeit. Also Ja, und Dinge einfach ausprobieren. Ich glaube, das ist das A und O, nämlich, dass man sich ruhig mal hinsetzt und vielleicht sogar auch mal die Zeit zur Arbeitsstätte nutzt, sich selber so ein kleines Skizzenbuch zulegt und vielleicht sich von Thomas Bühler heute auch inspiriert gefühlt hat, zu sagen, ja, jetzt fange ich auch mal an, einfach mal was Vernünftiges zu tun. Sie können auf jeden Fall alle Informationen zur heutigen Sendung nochmal bei Facebook bekommen und sich natürlich über unseren YouTube-Link die Sendung nochmal angucken.
wenn sie nicht genug von uns bekommen. Jetzt wollen wir noch mal auf den Spruch des Tages gucken. Das Bild ist nicht Ausdruck des Denkens, sondern das Denken selbst. Ja. Wir verabschieden uns noch mal in der großen Runde hier mit den schönen Bildern. Frank setzt sich doch zu uns. Das war wieder ein schöner Einstieg in den Montag, in diese Woche. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Dann schauen Sie doch morgen wieder vorbei. Wir würden uns freuen. Danke, dass Sie da gewesen seid. Danke für den Besuch. Danke Ihnen fürs Zugucken. Bis morgen. Tschüss. Tschüss, tschüss.